Passen Sie auf, wir machen jetzt folgendes. Ich überfall diesen Laden hier jetzt, ja? Mhm. Haben Sie verstanden? So, wir Wort werden. und deutlich. Wir machen das wie folgt. Sie bleiben schön bei mir. Mhm. Und Sie werden keinen Anweisungen der Polizei nachgehen, sonst gibt es eine direkt aufs Maul. Okay. So. Hallo. Schauen, ob hier alles gut aus. So. Gut, Sie bleiben hier stehen, ja? Ja. Sie machen keinen Mucks. Oh nee. Oh nee, das ist wieder das System hier. Match. Oh, das ist kacke. Ich will das nicht. So, das. Das. Das und das. So, ein noch, glaube ich. Signal Match. Geil. Das, das. Das und das. Hey, ja, geschafft. So, jetzt kommen Sie mit. Wir gehen da jetzt raus bis nach hinten, ja? Mhm. Bis nach hinten. Raus da, raus da, raus da. Kommen Sie mit! Nehmen Sie die Hände hoch! Hier nach hinten, ja? Ganz nach hinten, ganz nach hinten hier. Alle nach hinten hier. Okay. Wo kommen Sie denn jetzt her? Ich wollte mir Uhren kaufen. Ja, yes. Viel Erfolg, Marc. Sie suchen sie jetzt, ja? Ja. Stehen Sie auf und nehmen Sie die Hände nach oben. Sie müssen mal aufstehen. Bitte tun Sie mir nichts. So, das gibt's doch gar nicht. Ich durchsuche sie, ob sie was. Was haben Sie denn dabei hier? Handy, Funkgerät. Dann können Sie nichts machen. Ich nehme die Spitzhacke weg, ja? Jo. Oh, ist nämlich auch mit. Oh. Ja, was denn? Das sind Sie selber schuld, wenn Sie reingehen, wenn hier ein Alarm ausgelöst wird. Ich war vorher schon drinnen. Ja. Oh, die Samen jetzt so nicht wenig, was sie dabei haben. Na, ja, bitte nicht, bitte ja, nicht. Die behalten sie mal, ja? Jetzt gehen sie da auf den Boden hier, nach hinten in die Ecke. Und jetzt auf den Boden, ja? Und du gehst in die andere Ecke, okay? Hier in die andere Ecke. Schön hier drin bleiben. Okay. Keinen Mucks machen, ja? Kann ich die Purple Haze Samen wieder haben? Nein. Wollen Sie eine Kugel haben von mir? Nein. Ja, dann sollten Sie. Und machen Sie Ihr Handy aus, ich höre das durch. Ja. Kriegen Sie gleich eine Kugel von mir? Nein. Hallo. Ja, doch, schon. Ist doch gar nicht, dass Sie Ihre Samen zurückhaben, weil ich hier mit einer Karre vorhin stehe. Ja, kommen Sie mehr, stellen Sie mal auf. Ja. Um sicher zu gehen, dass hier kein Scheiß passiert hier vorne, ja? Ich mach nix. Sie helfen mir beim Rausnehmen, ja? Immer schon ja. helfen. Immer schon helfen beim Rausnehmen. Ich greife das ist alles in meine Taschen. Ja. Check BMW, hallo. Check. Hallo. Ein Ring. Oh, es wird jetzt noch ein bisschen dauern hier, bis wir alles durch sind, ne? Wir nehmen alles mit. Alles schön in die Taschen stecken, wir nehmen alles mit hier. Ich hab das auch schon mal gemacht. Aha. Und? Sind sie aufgeflogen? Nein. Wie sind sie denn weggekommen? Mit Motorrad. Aha. Die Polizisten können hier nicht fahren. Ah, gut. Wollen sie mir vielleicht ein kleines Geheimnis erzählen, welchen Weg sie genommen haben? Welchen Weg? Ich habe ein Straßenmotorrad, nicht so ein Offroad. Ja, und wo sind Sie lang gefahren damit? Also als erstes bin ich Richtung
Pizzeria. Ja. Sie haben eh ein Offroad-Motorrad, oder? Ich weiß nicht, wenn Sie Augen haben. Sie sind ja hier reingekommen. Haben Sie auch gesehen, wie was ich hier angekommen bin, oder? Ja. Ah, ja. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Erzählen Sie also, mal, erzählen Sie mal. Bei der Pizzeria? Ja. Beim Tuner in der Nähe. Ja, ja. Kennen Sie den Tuner da unten? Da kann man ja runterfahren. Ja, ja, okay, ja, ja, ja. Wenn Sie beim Tuner dann rechts dann rechts umkehren quasi, dann unter dieser Abfahrt ist so ein Weg, dann nach links über den Schienen. Aha, ja, ja. Dann nach rechts, da kann man dann Offroad auffahren, ein bisschen runterspringen mit dem Offroad-Motorrad und dann kannst du dann flüchten. Okay, okay, okay. Weiß ich Bescheid. Aber Sie werden den Weg eh nicht nehmen, schätze ich. Ja, ich weiß es nicht. Ich wollte nur wissen, wie Sie es gemacht haben, wenn Sie mir sagen, Sie haben es erfolgreich geschafft. Nur wissen Sie, was blöd für Sie ist? Was? Hier sind überall Kameras. Kann sogar sein, dass Sie heute nochmal aussagen müssen beim PD, wenn Sie gleich mitgenommen werden. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich habe es zwar geschafft, aber danach war ich im Knast. Ach so, Sie wurden erwischt? Ja. Warum nämlich? Aber Sie haben doch gesagt, Sie sind weggekommen. Ja, am Anfang. Ja, das sagen Sie jetzt für die Kamera hier, ne? Wir haben ja jemanden, der den Lani schon überfallen hat. Ja, 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 ja. Jetzt sagen Sie das doch für die Kamera. Das haben die sicher alle gehört da draußen. Die lachen sich hier gerade den Ast über Sie ab. Ja, ja, die lachen sich gerade sicher den Ast über Sie ab. Hören Sie auf. Ich bin weggekommen, natürlich. Ich hab nichts gemacht. So, die zwei da hinten immer noch mit und dann sind wir fertig. Dann fahren wir gleich weg. Also, wir nicht. Sie können jetzt sich vor der Polizei ein bisschen was anhören. Nein, nach ihrer schönen Story, die sie da gerade aufgedischt haben. Nehmen Sie mich mit. Was? Hauptplatz bin ich. Ja, ja. Unglaublich. Ja, nehmen Sie mich mit. Eine Minute. Na, ich nehme Sie nicht mehr, ich habe keinen Platz. Scheiße. Ich teile auch nicht meine Beute mit Ihnen. Ich bin gerade nur Kennzeichen, ja, ich, soll Sie mitnehmen. Ich, ich kann Sie höchstens mit ins, in die Verdämmnis bringen, wenn Sie das wollen. Ja. Nein, okay. Ja. Schauen wir nochmal, ist ja alles frisch, ist ja alles super, ja, passt. Ah, haben wir alles ausgeraubt, ne? Was haben wir bekommen? Schauen wir gleich mal, ob da wer ist. Klopf, klopf! Wir nehmen ja, mein Auto als Deckung. Klopf, klopf, hallo? RX7 auseinander. Hallo? RX7. Guten Tag, hallo, hallo? Guten Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Polizei, Motorrad. Die Frage ist halt, ne, ob ich mir den normalen MP nehmen will oder den Breitbau. Ich hatte das Gefühl, deren Motorräder sind schneller als meine, aber wir schauen mal. Frage, wie sieht's aus wegen Abholung, falls ich brauche? Ja, ich wäre bereit. Ja, weil ich bin mit in der Verfolgung. Ja, schau. So, wir belieben den nicht, jo. Nur im Notfall. Ich bin davon irgendwie. Keine Sorge. BMW, entweder normal MP oder Breitbau MP. Normal, wenn dann. Hast du schon wegen Klappsitze? Kauf mir gleich. Noch okay.
Ja, der Plan mit X war wohl nix. Hätte aber funktionieren können. War knapp dran. War eine knappe Sache, Jungs und Mädels. Und hier. Ah, den geht's aber nicht gut. Au. Der hat mich weggerammt, der Bree. Hallo. Hi. Ey, nicht rammen. Oh, das ist ein Highspeed. Jungs, chillt und nicht reinrammen ins Auto. Alles gut. Ich bin Verbrecher, aber auch nicht so ein Lux. Danke, Nummer 10. Ich bin noch kein Lux. So, Baba J, jetzt müssen wir überlegen, wie wir jetzt wegkommen. Ich habe keinen Bock, dass das Ding gleich abraucht. Zur Info, ich wurde einmal gerammelt. Kann sein, dass mein Motorrad irgendwann anfängt zu raucheln, deshalb. Also, könntet ihr mal sagen, wo ihr auf Backup bereit seid im Notfall? Bin ich gerade hier Hauptplatz. Hauptplatz sind gerade zwei. Ja, auch am Hauptplatz gerade. Zwei, was sind am Hauptplatz? Zwei Backups. Top. Die, warum rammen die mich so oft? Die soll mal ein bisschen chillen, die rammen mich ja fast immer vom Motorrad runter. Da ist nichts. Oh, alter Schwede! Huch! Mein Leben vor mir gesehen. Ja? Der Einbuchtung ist da, kannst du dann umsteigen. Was für eine Einbuchtung? Hier gerade diese Dreierkolonne von X5. Wo denn? Also Standort? Ich glaube, Ivan meint am Hauptplatz direkt vorne bei der, bei dem alten Parkplatz, wo früher alle standen. Ganz vorne ist ein X5 schwarz. Zwischen Tankstelle und dem Parkplatz auf dem Parkstreifen. Die hintersten beiden sind auf jeden Fall zwei von uns. Also die direkt am Parkplatz vorne, der Streifen rechts. Genau. Okay. Genau. Ein X5 und ein linker oder lila BMW. Habt ihr die Türen wohl offen? In welchen hüpfen du jetzt rein? In einem X5 oder in einem M4? X5 denke ich mal, oder? Ja, der X5 steht ganz hinten bei der Parkbox. So, jetzt kann ich nochmal den Trick probieren hier mit dem... Wenn wir mal reinfahren. Waren die da wieder zu? Wieder am Ausgang. Ich bin mal kurz Code P. Kommt jetzt wieder raus. Ist gut. Marc, alles gut bei dir? Noch. Ich glaube, ich bin weg.
Ich bin weg, Jungs. Oh mein Gott. Ich bin weg. Ich bin weg, Jungs. Ich bin weg. Ich bin einfach weg. Was? Eine Verfolgung.